wie schon angekündigt, nachdem ich eben die Schlacht von Hogwarts, was wirklich ein ewig langes Level war, der 5 und 6 gefunden dort, würde ich Kapitulation anfangen. Ja, wir machen weiter. Wir machen es wieder fortgeschritten, wie wir es vor uns hatten. Also, dran denken, Snape ist getötet worden. Wenn alles, mal gucken, ob das so dort einsteigt, wo ich denke. Ich habe es nicht nochmal probiert. Da, jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Story, deswegen lohnt es sich jetzt auch wieder einzusteigen, weil die ganzen Kämpfe, ihr seht nur, wie ich auf dich verrecke. Wer das sehen möchte, der hat genug andere Videos, wo es möglich ist. Aber es nochmal aufzunehmen, das wäre irgendwie Nonsens gewesen. Genau. Es ist vorbei. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Ich werde nicht vor ihm davonlaufen. Die ganzen Schüler sitzen hier verzweifelt, fertig nach dem Kampf. Sie wollen nicht mehr kämpfen. Und eigentlich bin ich ja eingeladen worden von Voldemort. Ich möchte es nicht. Ron und Hermine werden Nagini vernichten. Ich will nach Hause. Ich möchte nicht mehr kämpfen. Keiner kann leben, während der andere überlebt. So ist es. Impedimenta! Es ist Potter! Ergreift ihn! Das ist eben irgendwie neu gewesen. Das ist so wie bei Batman Arkham Asylum. Auf einmal so eine Sequenz gab, so ein Slow-Mo, wo man gerade den letzten erlischt hatte. Und durch muss das die Truppe endlich erlischt. Das ist so. Kommt ihr genauer? Crucio! Crucio! Super! Eine allein gegen so viele! Ich hab's euch erzählt. Ich kann eine neue Fähigkeit, das lädt unten auf, das nennt man Apparieren. Da drücke ich RB und eine Richtungstaste und er versucht da in die Richtung zu springen. Was glaube ich nur waagerecht und senkrecht funktioniert. Ist ganz nett. Wird vor allem dann später im nächsten Kapitel sehr wichtig sein. So, also wie gesagt, wir sollten ohne Kampf eigentlich in den Wald gehen, was ein bisschen ein verwundert, wenn wir dann nur da nicht mehr werden. Nur ein bisschen wehtun. So. Nur ein bisschen wehtun, ich glaube nicht. Das Impediment ist auch ganz geil. Und er fällt. Vorsicht. Okay. So. Ich habe mich schon immer gefragt, was passiert mit den Todessern eigentlich, wenn sie hier wegkommen? Ich meine, gibt es hier so eine Krankenflüge, die aufgehoben werden? Das ist irgendwie ein bisschen strange, oder? Da rufen die zurück. Ich meine, davon gibt es ja Tausende. Wie werden sie da. Also, wer schnappt Potter lebendig? Wie werden sie dort eigentlich behandelt? Weil ich kriege ja schon einiges mit. Wow! Okay. So. Wir können übrigens ja nicht. Ach doch, ich wollte schon sagen. Nicht mehr so schnell rennen. Also wirklich Kapitulation. Alle wollen sie nicht mehr kämpfen. Außer die Gegner. Die eigentlich durchlassen wollen. Halt! Stehen bleiben! Geht er zum dunklen Lord? Ich weiß es nicht. Er geht seinem Ende entgegen! Das Schöne ist, ich kann die. Ich hasse es nicht! Ich kann die einfach aus Spaß erledigen, aber. Die greifen nicht mehr an. Scheint sich nicht hier irgendwie wegzugehen. Trotz meiner Angriffe.
Ach genau, das ist nämlich, was ich hier zeigen wollte. Das ist ganz witzig hier. Guckt mal, wir gehen in die Richtung. Ich versuche so weit zu latschen. Wir sehen dort, das ist eigentlich wie eine Sackgasse. Ja, also da unten ist ein... Wie seht ihr das? Das ist nicht viel Weg. Also es wird wahrscheinlich eine kleine Sequenz kommen. Wir vergleichen mal ganz kurz die grafische Qualität von Bäumen. Baum. Petrificus Totalus! Sieht ganz okay aus, wir können da sogar Zauber drauf hören. Und jetzt guckt euch mal die Bäume hier hinten an. Da haben die geschlampt, ey. Das ist... Wer auf die Idee kam, da einfach so einen PNG-Teppich an Baumstämmen zu setzen, der gehört im Hintern geklatscht. Das ist nicht hübsch. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme auf. Okay. Alles noch. Dann gehen wir mal in den Wald und schauen mal nach, was wir dort finden. Weil die Frage ist, werden wir uns einfach Voldemort kampflos stellen? Du kannst von allen Seiten angegriffen werden. Gib gut Acht, dass sich niemand in der Rücken befindet. Ich will nicht überspringen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Wir haben irgendwas gewirkt. Ich weiß nicht, ob es der Zeitumkehrer war. Uns in dem Wald können jetzt gar nicht laufen. Und sehen ein paar Dementoren dort rumfliegen. Ganz entspannt. So ein bisschen so irgendwie so wie unter Wasser, so riesig lange Baumstämme. Und vorne wartet eine geisterhafte Erscheinung auf uns. Unsere Mutter vielleicht. Und die Heilbotin, die wir nicht sehen. Du warst so mutig, mein Schatz. Warum seid ihr hier? Ihr alle? Wir waren niemals fort, Schatz. Niemals fort? Na gut, okay, stimmt. Sie waren ja auch damals beim Stein der Weisen. In dem Spiegel konnte man sie sehen. So, das heißt, das müsste unser Vater sein. Wir können keinen Zauber wirken übrigens. Tut es weh? Das Sterben? Es ist, als ob man einschlafen würde. Kann euch sonst noch jemand sehen? Nein, wir sind jetzt ein Teil von dir. So wie du ein Teil von uns bist. Es gibt noch so viel, was ich sagen möchte. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass jemand für mich stirbt. Und Remus, dein Sohn. Man wird Teddy erzählen, wofür seine Mutter und sein Vater gestorben sind. Eines Tages wird er es verstehen. Aber es sind so viele. Tonks, Fred, Snape. Behalt sie in Erinnerung, wie sie waren. Ich werde es versuchen. Trauere nicht um sie. Die Erinnerungen an sie bleiben. Ich werde euch nie vergessen. Das wissen wir. Du bist fast da, mein Sohn. Wir sind so stolz auf dich. Familienzusammenführung. Er hat doch gerade Snape erwähnt. Im letzten Video, die zusammengeschnitten, habe ich ja erzählt, dass Snape ihm ja die Erinnerung gegeben hat, warum das alles so stattfinden sollte. Gespannt, was hier passiert jetzt. War schon krass, also so eine Serie, die eigentlich als Kinderserie anfing, eigentlich so viele Menschen noch sterben. Das ist interessant von der Entwicklung her einfach. Aber was kann man noch machen, eine Serie, die über so viele Jahre geht, dass du wirklich diese Kindheit abbildest bis zum Vorerwachsenen. Bleibt ihr bei mir? Bis zum Ende. Bis zum Ende? Seid ihr meine Todeserscheinung? Lupin fliegt hoch, Sirius fliegt hoch. Okay, ich wurde von Denken zu Denken und griechischen Zaubern auszuweichen. Ja gut, die Ladezeiten habe ich oft genug erzählt. Na, los.
Harry Potter. Der Junge, der überlebt hat, kommt, um zu sterben. Avada Kedavra! Wir sind tot. Harry, du mutiger, mutiger Mann. Gehen wir ein Stück. Sir? Entschuldigung, aber Sie sind doch tot, oder? Oh ja. Dann bin ich auch tot? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe mich von ihm töten lassen. Und das wird, denke ich, das alles Entscheidende gewesen sein. Ein Teil von ihm lebt in mir. Stimmt's? Das war so. Es wurde vor wenigen Augenblicken von Voldemort selbst zerstört. Du warst der siebte Horcrux, Harry. Der Horcrux, den er nie erzeugen wollte. Sir, was ist mit den Heiligtümern? Du, Harry, bist ihr rechtmäßiger Eigentümer, da du dich nicht bereichern möchtest. Du hast den Tod hingenommen, da du wusstest, dass es viel Schlimmeres in der lebendigen Welt gibt. Ich muss zurück, oder? Das entscheidest du. Vergiss nicht, dass Hogwarts immer all jenen Hilfe gewährt, die darum bitten. Der sprechende Hut. Ich will gerne Pause machen. Neville, wen trägt Hagrid da? Oh oh. Ruhe! Vom heutigen Tag an werdet ihr mir euer Vertrauen schenken oder die Konsequenzen zu spüren bekommen. Harry Potter ist tot! Nein! Nein! Jetzt ist der Moment, sich zu entscheiden. Draco? Er hat dein Leben gerettet. Richtig. Gut gemacht, Draco. Wer ist der Nächste? Hm? Na los, nicht zu schüchtern. Gut, gut. Er ist vorgetreten. Also darf er einen Tag weiterleben. Ich möchte etwas sagen. Ja, wir haben Harry verloren. Aber er ist nicht umsonst gestorben. Es ist nicht vorbei. Sehr gut. Oh ja, das ist Strange. Und Harry steht. Und kriegt den Zauberstab von Draco. Sehr gut. Und wir haben einen Bosskampf. Deine Freunde, deine Schule, alles zerstört. Alles kaputt, Harry. Trificus Totalus! Du kannst es schaffen! Okay, was machen wir jetzt auf dem Lager? Hogwarts ist verloren! Bewegt sich schnell. Aber wir können Deckung ausnutzen. Wirft den Zauber. Zweimal. Dreimal. Sorry. Für dich wird bald alles zu Ende sein. Oh, es geht nicht schon wieder da. Nein, das meinte ich Rennen und Ducken auf einer Taste. Das kann nicht gut gehen. Trificus Totalus! Leicht. Los, Potter! Lass uns die Sache beenden! Chill mal. Also auf jeden Fall. Confringo! Hilft uns hier portieren für dich. Nun los, Harry! Alle Dinge enden irgendwann! Warum meinen Sieg weiter hinaus? Weil das nicht der Sieg sein kann, warum muss. Protego!
Welt leben wir tun. Das ist Test. Genau dahin. Ich möchte dieser Schule nichts Böses, Harry. Nein. Ich wollte immer nur dich. Ja, wir können ja mal ganz kurz reden. Was ist denn mit Horcrux? Ich habe nämlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich noch mit Sachverständigen verhalten. Also, wir wussten, dass Buch ist zerstört worden über einen Basiliskenzahn. So. Dann gab's noch. Den Ring, den hatte Dumbledore zerstört, glaube ich. So, was gab's noch? Es gab die Schlange irgendwie. Das wird noch kommen, nicht mal. Dann. Ist das wirklich der gefeierte Harry Potter? Steckt sich halt. So, Flughafen Hufflepuff wurde von Goyle erledigt. Wir halten zu dir, Harry! Fuck, komm ich daneben. Das. Ne, ist Diadem wurde zerstört. Hufflepuff-Pokal wurde mit Basistenzahl von Hermine erledigt. Dann hatten wir noch das Medaillon, das hatte Ronlich mit Gryffindor-Schwert. Dann, was hatten wir noch? Ja, und Harry an sich, das hat ja er selber zerstört. Das heißt, es muss jetzt nur die Schlange erlegt werden. Ich hatte mich gedacht, die Gryffindor-Schwert ist auch ein Hufflepuff. Das ist es nicht. Ich trage. Weil das nämlich Kobold-Material ist, was gut werden kann. Okay, wir haben einmal Voldemort erlegt. Der große Harry Potter läuft weg wie ein kleines Kind. Okay, wir müssen wieder rennen zum Bildschirm und irgendwas anzaubern. Du kannst den Geist von Hogwarts nicht zerstören. Gib dir ein bisschen Mühe, Harry Potter. Okay, wir können irgendwie Zeug an der Seite zerstören. Ich kenne diese Schule. Du kannst dich nicht verstecken. Oh Gott, ich bin tot. Das hasse ich, man weiß nicht, was ich Lauf ruhig. Ich finde dich trotzdem. Das alles wird enden, aber nicht so, wie du es willst. Oh Gott, erst. Das wird mich nicht einfach auf. Smog. Wir können das Spielchen ruhig eine Weile spielen. Oh fuck, wie soll ich denn? Gut so! Lauf, Harry! Du kannst den Geist von Hogwarts nicht zerstören! Du hast dich die Macht, mich zu verletzen! Warte, ich kenne diese Ende. Schule! Du kannst dich nicht verstecken! Das Problem wird. Ich kriege. Scheiße. Lucio! Lauf, Harry! Das alles wird enden, aber nicht so, wie du es willst. Warum das Unvermeidliche rauszögern, Harry? Ich muss eher zaubern bei der Stelle. Wir können das Spielchen ruhig eine Weile spielen. Boah, ist viel zu schnell. Ich kriege dich, Harry Potter! Warte, komm. Nee. Der große Harry Potter läuft weg wie ein kleines Kind. Ich werde schon wegen solcher Sequenzen nicht spüren. Du kannst den Geist von Hogwarts nicht zerstören. Lass ruhig alles einkrachen. Ich werde siegen. Irgendwie hält die Explosion auf. Warum auch immer. Ich finde dich trotzdem. Ich kriege dich, Harry Potter. Stöcke und Steine, Harry? Panik? So, aufhören, weil so Zauber sonst ist das schön. Lauf, Harry! Schon müde? Das ist... Gut so! Lauf, Harry! Das sind leere Gesten! Der große Harry Potter läuft weg wie ein kleines Kind! Das alles wird enden, aber nicht so, wie du es willst. Du wirst nicht gewinnen! Alles gut.
geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Sehr gut. Also, die Schlange, Ring, Buch, Diadem, Pokal, Medaillon und Harry. Das heißt nur noch die Schlange. Genau, kurz nach dem Kampf, da hat damals meine Aufgabe dann den Geist gegeben. Okay, die Schlange. Das ist auch mein Tisch. Und Hermine? Wir müssen die Schlange töten! Im 7-1 haben wir die Schlange auch schon verfolgt, genau. So, gibt's jetzt Gegenstände? 4, okay. Als sie noch in dieser Frau war, als ich verwandelt hatte, hatten wir, als Harry, konnten wir noch sitzen. Schnell! Wir müssen die Schlange kriegen! Gut so! Okay, gibt es auch normale Gegner. Muss ich beziehungsweise erstmal kurz wieder umgewöhnen. Ich habe kurz wieder Rolands gespielt. Das ist herrlich schon mal. Potter wird die Nacht nicht überleben! Zum zweiten Mal nicht. So, Ginny wollte schon sagen. Hier läuft. Hermine! Ja? Ich muss dir was sagen. Sag nichts, was du nicht auch sagen würdest, wenn wir nicht kurz davor stünden, von einer Riesenschlange abgemurkst zu werden. Die haben schon geknutscht. Du würdest nur alles verderben. Okay. Ich bin übrigens, ich möchte kurz einwerfen. Ach, apparieren können die nicht. Okay. Ich bin dieses Treppenhaus komplett runtergegangen. Das war schon nervig genug. Jetzt gehe ich das Ding wieder hoch. Neben die Schlange. Ich mach mal den Zauber statt Zauber, der ist eigentlich ganz cool. Ich kann hier auch nicht runter. Ist interessant, wie man hier vor allem läuft. Okay, ist ein Haufen Stellen. Ron! Pass auf! Alter. Impedimenter! Tschüss. Da bin ich der Lust. Hat er gerade Stupor gesagt? Sieht's jemand? Ah, okay. Gut, Dio! Hat der Explosion mich gerade gekillt? Yay! Der ganze Scheiß nochmal! Wir werden euch aufhalten! Gut gemacht, Ron! Oh, fuck. Sagte sie während... Du bist mutiger, als ich dachte, Weasley. Sei kein Dampf! Eine Stimme steht. Okay, die Gegner werden auf jeden Fall das Kampfgeschick gewöhnen. Sind nicht ohne. Hermine! Ja? Ich muss dir was sagen. Sag nichts, was du nicht auch sagen würdest, wenn wir nicht kurz davor stünden, von einer Riesenschlange abgemurkst zu werden. Du würdest nur alles verderben. Folgen am besten Hermine, denn die weiß, wo sich am besten versteckt. Okay. Super! Impedimenta! Okay, wie eine Folge, die wissen, wo ich am besten versteckt kann. Au, au!
nehme ich. Die hat mich das mal überrascht. Dann nehme ich das wieder auf. Wir kriegen dich noch früh genug. Achtung! Du! Okay, läuft. Erster Gegenstand. Titel, Kampfteil 3, Gefecht im Verlies. Also wie gesagt, es ging hier übel ab. Dahin weg, ich weiß nicht, ob ich verreckt bin. Ich weiß, ich hätte das bestimmt gern gesehen, aber es war einfach. Ich hätte keinen Bock, es nochmal zu spielen. So, wir können noch hochgehen, das heißt hoch haben wir gleich wieder Spaß. Nehme ich an. Vor allem, wie wir hier laufen. Treppe hoch, Treppe runter, Treppe Seite. Dazwischen diese schöne Musik, die auch mal einfach sein könnte. Sich entwickeln könnte. Okay, Herausforderung. Situation. Und übrigens aus den Bildern, seht ihr das? Die ganzen Leute sind noch raus. Sind geflohen. Drohnenvertrieb normalerweise. Speichern wir. Stelle zu verstehen. Nein! Wir dürfen uns nicht von ihnen aufhalten lassen! Au! Super! Au! Schnapp die! Au! Fuck! Was? Beidseitig! Alter! Okay, das ist mies. Aus zwei Seiten kommen wir so runter. Wie machen wir das? Links ist nur einer. Wir nehmen den Link. Sie haut ab! Runter mit dem Zauberstab! Ihr könnt machen, was ihr wollt! Wer sagt das? Wer sagt denn das? Weg von der Schlange, Granger! Da sind nur zwei von ihnen! Hermine, sag mal! Fuck, Hermine hat mir echt gerade einen Weg blockiert. Dankeschön. Blödes Vibe. Wir haben schon drei von vier Sammelgegenständen, das ist ja schon schnell klar alles. Die Nüsse. Der Start hat echt ausgesehen. Ich wenn ich die eine Seite schon durch die andere. Das wäre ja übelst geil. Wird aber nicht gemacht. Ach, ach wirklich auf Feuer zu zaubern, ist das. Kommt da eine Seite raus? Bitte speichert, Leute. Also es ist sinnlos, hier solche langen Passagen immer wieder gehen zu müssen.
das rum wie nun wir weitergehen. Die Treppe runter, kann Treppe hochkommen. Wir haben einen letzten Sammelgegenstand. Harry Potter. Das klingt doch ein letztes Modell. Schreien wir einfach zu. Ich hoffe, das ist Speicherpunkt. Ja, gut. So, Leute, ich glaube mal, das wird jetzt Kampf gegen Schlange. Da ist Nagini! Halt dich bereit! So, was kann sie denn?